Hallöchen, ich melde mich jetzt auch noch kurz zur Spiegelstunde. Ich krieg's einfach nicht hin, unter Tag euch mal meine neue Haarpflegeserie vorzustellen. Aber ihr seid so gespannt und schreibt so oft. So, das ist die Serie, die ich jetzt momentan benutze. Ich habe hier einmal das Wet and Shine Shampoo. Das ist ein Shampoo für meine trockenen Haare wirklich perfekt, weil das ganz viel Feuchtigkeit spendet und das Haar überhaupt nicht beschwert, wollte ich sagen, genau. Ich habe wirklich sehr viele Haare auf dem Kopf, die sehr trocken sind, also meine Haare brauchen ganz viel Pflege. Deswegen benutze ich auch bei jeder Haarwäsche, was sehr unüblich ist, die Wet and Shine. Also normalerweise reicht es locker, wenn man das bei jeder dritten, vierten, fünften Haarwäsche nimmt. Mein Haar braucht das. Normal nimmt man einfach nur diesen Leave-In Conditioner nach der Haarwäsche, das reicht vollkommen. Und ich stehe total auf das. So, dann sind wir bei dem Öl. Haaröl ist für mich nicht wegzudenken. Ich mache das vorm Föhn, nach dem Föhn, nochmal am nächsten Tag, einfach um die Haare ein bisschen zu füttern quasi. Ich liebe es und die glänzen und. So, ich wollte euch dann noch was erzählen über die Firma. Und zwar ist dieser Herr hier der Inhaber und kreative Kopf hinter dem Ganzen. Es ist ein Friseur von der Insel Langeburg. Ja, er war einfach nicht zufrieden mit dem, was es auf dem Markt gibt und hatte wirklich mit sehr hochwertigen Rohstoffen, Materialien diese tolle Pflegeserie entwickelt. Und es gibt wirklich für jeden was dabei. Schaut mal, wie cool. Das freut mich voll, dass die hier sogar extra ein Lalou-Special quasi angelegt haben. Das sind die vier Produkte, die ich euch empfohlen habe oder beziehungsweise die ich getestet habe. Ich gehe jetzt mal duschen und Haare waschen. Ich melde mich danach einfach noch mal kurz und zeige euch, wie die Haarstruktur danach ist, weil ich finde, das überzeugt eigentlich auch am meisten. So, also Haare sind gewaschen. Ich habe jetzt noch nichts weiter gemacht. Die kommen direkt aus dem Handtuch. Ja, die kann ich jetzt echt, die fühlen sich richtig gut an. Das hatte ich ja neulich euch schon mal davon geschwärmt. Ich werde jetzt diesen Sprühconditioner noch mal rein. So, und ihr seht jetzt, ich habe die jetzt wirklich easy durchgekämmt in 0,0. Ja, total schön. Das ist teilweise ein richtiger Kampf, die Haare durchzukämmen bei mir, wenn ich die falschen Produkte nehme.